Hallo und herzlich willkommen zum Plenum TV Jahresrückblick. Es war ein sehr bewegtes Jahr, dieses Jahr 2013, auch politisch gesehen. Nicht zuletzt durch die Wahl einer neuen Landesregierung im September. Ein Thema für die Region war außerdem schnelles Internet für alle. Beim Thema Breitbandausbau waren sich die Vertreter aller Parteien so gut wie einig. Hier muss nachgebessert werden, vor allem in ländlichen Gebieten. Die Regionen sollen so für Bewohner und Wirtschaftsunternehmen an Attraktivität gewinnen. Die Digitalisierung ist eine ganz wichtige Aufgabe, auch der Landespolitik. Bisher ist das Thema schnelles Internet allein in der Verantwortung der Kommunen gewesen. Und da wollen wir eine Veränderung. Wenn auch der Finanzminister sagt und ankündigt, dass die Digitalisierung eine Aufgabe des Freistaates werden muss, dann begrüßen wir das. Die technische Entwicklung nimmt natürlich so einen rasanten Fortschritt, dass man wahrscheinlich wird es ein ständiger Prozess werden und ein ständiger Prozess bleiben. Wir müssen uns noch mehr digitalisieren, weil einfach die Welt sich so stark entwickelt und so schnell entwickelt. Aber ich denke, dazu braucht es natürlich auch einen wahnsinnig starken Aufwand jetzt, um auch das beispielsweise Breitband so auszubauen, dass wir flächendeckend in ganz Bayern den idealen Zugriff dazu haben. Ein ganz großes Wort, digitale Revolution. Ich bin dafür, dass wir da auf dem Teppich bleiben, Schritt für Schritt machen. Da hat die Staatsregierung noch viel zu tun. Wir werden sie hierbei unterstützen. Erstens mal geht es ohne die FDP wirklich besser. Zweitens ist natürlich auch das Thema jetzt gerade aktuell, weil die Koalitionsverhandlungen in Berlin laufen und wir natürlich auch hier möglicherweise Bundesmittel bekommen. Und drittens müssen wir es jetzt wirklich dann umsetzen. Es brennt wirklich in den Gemeinden und darum ist das Thema jetzt schon richtig. Alle bisherigen Stufen waren unterfinanziert, krass unterfinanziert, und selbst das jetzt noch laufende Programm leidet unter unerträglicher bürokratischer Hürdenhüpferei. Also 19 Schritte, die eine Kommune tun muss bis zur Antragstellung, und insofern ist da noch sehr, sehr wenig passiert. Da muss was kommen. Wir haben vor wenigen Jahren einen Einstieg gefasst in die Digitalisierung, also sprich den Breitbandausbau, auch wieder hier im ländlichen Raum insbesondere, mit einer Grundversorgung von 1 Megabit. Der Fahrplan ist klar, die nächsten 5 Jahre soll Bayern digitalisiert werden. Oder ja, ich denke schon die nächsten 5 Jahre, weil das Thema einfach so schnelllebig ist. Das war schon in der letzten Periode ein Thema, allerdings hat man es wohl verschlafen. Jetzt hat er ja einen Zeitraum von 10 Jahren angekündigt. Also ich meine, da muss man aber jetzt dann ordentlich hinlangen, damit es dann wirklich bis in die letzten Regionen hin und vor allem in der Oberpfalz hin funktioniert. Problem ist, dass die 500 Millionen, die allein in dem aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung stünden, nicht abgerufen werden oder zu wenig abgerufen werden, weil das Verfahren sehr langwierig ist. Also ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt einmal endlich was wird. Ich bin ja auch vom Land. Also bei uns haben noch viele kleine Gemeinden Riesenprobleme, sich an dieser digitalen Revolution zu beteiligen, weil eben also die Leitungen nicht da sind, weil die Kapazitäten nicht da sind. Also da muss er schon ein bisschen mehr tun, damit er dieses hehre Ziel erfüllt. Also ich kann wirklich noch nicht sehen, wie er es machen will, also wie er es schaffen will. Es waren erschreckende Bilder, die Bayern im Juni prägten. Ob Passau, Regensburg, Kelheim, Cham, Straubing oder Deggendorf, die Überschwemmungen nahmen enorme Ausmaße an. Das Bangen um Hab und Gut und manchmal sogar das eigene Leben bestimmten die Tage sowie die Nächte. Häuser, Straßen und ganze Infrastrukturen wurden zerstört. Der Wiederaufbau dauert an. Hier war die bayerische Regierung gefragt und handelte auch prompt. Man ist ja vorbereitet auf Hochwässer, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Da waren natürlich viele überrascht, aber die Organisation vor Ort funktioniert da in Passau. Die sind Hochwasser erprobt und erfahren, und auch die Hilfsorganisationen arbeiten da Hand in Hand. Allen Respekt, was die dort leisten. Über Stunden und Tage sind die da im Einsatz und es funktioniert einfach. Wir haben jetzt hier heute die größte Hochwasserkatastrophe seit Jahrhunderten vermutlich. Und die Sachschäden werden natürlich in die Milliarden gehen. Das kann man, wenn man das Pfingsthochwasser 99 nimmt, jetzt bereits annehmen, wenn man mal so anschaut, welche Hochwässer an den einzelnen Flüssen, nicht nur an der Donau, sondern an anderen Bereichen durchgegangen sind. Tatsächlich erwarten wir jetzt Dienstag, Mittwoch den Scheitel der Flutwelle. Tatsächlich ist es so, dass in den ausgebauten Bereichen die Situation relativ konstant und relativ sicher ist.
Wir haben aber natürlich auch noch Bereiche, die nicht ausgebaut sind, wo wir jetzt auch schon Deichbrüche mit hatten, wo die Situation wirklich schwierig ist. Und vor allem befürchte ich eben, dass wenn das Hochwasser in den nächsten Tagen länger stehen wird, dass der Druck auf die Deiche weiter gegeben sein wird. Diese sind aufgeweicht und die Standsicherheit ist ein Problem. Wir haben ein Problem mit Bibern, die dort reingraben, die natürlich diese Standsicherheit weiter beschädigen. Die Jäger dürfen jetzt auch jagen, ist auch dringend notwendig dann, weil hier einfach Gefahr im Verzug ist. Also bei uns ist die Situation im Landkreis Deckendorf sehr, sehr schwierig bis dramatisch. Wir haben jetzt eine erste Anfangsfinanzierung mit diesen 150 Millionen auch vom Bund. Okay, da muss man sehen, das wird für die ersten Tage und vielleicht ein, zwei Wochen auch reichen, um die größten Probleme zu überbrücken. Aber dann müssen wir mit größeren Beträgen mit Sicherheit ran. Wir müssen auch mit ganz anderen Beträgen, mit ganz anderer Manpower an den Hochwasserschutz in Bayern herangehen. Ich muss sagen, dass man natürlich die weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen vorantreibt. Ich habe mich persönlich im Landkreis Regensburg sehr eingesetzt, dass wir die Projekte durchführen. Wir sind in vielen Bereichen noch nicht ganz fertig und da braucht man noch weitere Mittel. Das ist wichtig für die Zukunft. Da muss noch viel investiert werden in Hochwasserschutzmaßnahmen. Erstens. Zweitens, jedes Hochwasser, jede Katastrophe ist die Stunde der Exekutive. Bislang bemüht sich die Staatsregierung nach Kräften, alles zu tun, was erforderlich ist, um die Situation in den Griff zu bekommen, den Menschen vor Ort zu helfen. Ob alles richtig gemacht wird, kann man heute noch nicht beurteilen. Das werden die nächsten Tage dann zeigen. Es ist dringend notwendig, dass das Geld jetzt dann avisiert wird, dass das, was Bund und Land hier jetzt vor allem gemacht haben, ist ein gutes Signal an die Menschen draußen, die jetzt auch verzweifelt sind. Ich war heute Vormittag schon in ein paar Auffanglagern, Notunterkünften. Die Leute sagen, wir mussten das Haus verlassen, wir wissen nicht, wie es ausschaut, wenn wir zurückkommen. Was wir jetzt nicht brauchen in Passau, das ist Katastrophentourismus. Frau Merkel war eine halbe Stunde da, Herr Seehofer ein bisschen länger, sondern was wir brauchen, ist zum einen akute Hilfe für die riesigen Schäden, die entstanden sind. Und wir reden hier über Milliarden. Wir reden ja nicht mehr über Millionen, sondern über Milliarden, was in Bayern entstanden ist. Und zum Zweiten brauchen wir auch langfristig ein Hochwasserschutzkonzept, was den Flüssen wieder mehr Raum gibt. Da hat die Staatsregierung bisher völlig gepennt. Das rächt sich jetzt auch gerade an der Donau im Bereich Deggendorf, wo der Hochwasserschutz nicht angegangen wurde. Die Flüsse brauchen mehr Raum und das ist eine Aufgabe, wo bisher die Landwirtschaft dagegen stand, CSU und FDP dagegen standen. Und wir hoffen, dass wir das jetzt durchbekommen. Die Mittel müssen natürlich im Haushalt eingestellt werden. Finanzminister hat es ja bereits gesagt. Und vor allem ist mir wichtig, neben dem technischen Hochwasserschutz jetzt den Betroffenen so unbürokratisch wie möglich zu helfen. Ja, wenn wir Hochwasserschutzmaßnahmen planen, müssen die Wasserwirtschaftsämter natürlich mit Landwirten, mit Grundstückseigentümern auch immer Lösungen finden. Und da gibt es sicher die Diskussion, wo muss ich als betroffener Eigentümer auch eine Überflutung meines Gebietes akzeptieren, wenn es dazu dient, dann Einwohnern einer größeren Stadt das Hochwasser zu ersparen. In diesem Jahr, bei diesem Hochwasser war nicht die Donau das Problem, zumindest in meinem Landkreis, sondern es war die Abens. Und die Abens hat also wirklich Mainburg, Abensberg, Biburg, Bad Kürking ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Durch den kommunalen Finanzausgleich erhalten Landkreise finanzielle Unterstützung. Doch wenn es nach der Opposition im Bayerischen Landtag geht, reicht die Unterstützung nicht mehr aus. Mehr Steuern müssen an die Kommunen fließen, damit diese ihren wichtigen Aufgaben nachkommen können. Dabei hat die Regierung für den Doppelhaushalt 2013-2014 schon 500 Millionen Euro mehr freigegeben. Der kommunale Finanzausgleich muss sicherstellen, dass die Kommunen ausreichend finanzielle Mittel haben, damit es den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort gut geht. Sprich, dass es vernünftige Schulen gibt, vernünftige Straßen und vieles andere mehr. Und deshalb fordern wir seit Langem, dass der Anteil, den der Freistaat den Kommunen in diesem kommunalen Finanzausgleich überlässt, deutlich erhöht wird. Bayern zahlt gegenüber allen anderen Bundesländern die höchsten Ausgleichszahlungen im Länderfinanzausgleich. Im letzten Jahr sind die Zahlungen um 500 Millionen aufgestockt worden auf 7,8 Milliarden. Bayerns Kommunen geht es relativ gut, bis auf ein paar Ausnahmen, die wir haben. Aber letztendlich zahlt Bayern im Gegensatz zu allen anderen die höchste Umlage, wenn wir es so umschreiben. Die zentrale Forderung der SPD, die wir heute vorgetragen haben, ist eine alte Freiwählerforderung, nämlich eine stärkere Finanzausstattung für die Kommunen. Unsere zentrale Überlegung ist, es gibt
gibt natürlich im Ballungsraum München beispielsweise viele Kommunen, die leistungsstark, finanzstark sind. Aber in den Randbereichen Bayerns haben wir auch viele Kommunen, die ihre Pflichtaufgaben kaum noch erfüllen können und deswegen stärkere Unterstützung brauchen. Ich denke, dass ganz wichtig ist, dass wir die Kommunen unterstützen. Und das machen wir jetzt vor allem auf Bundesebene mit zwei Sachen, wo sich die CSU stark engagiert hat im Bereich der Grundsicherung, wo jetzt bereits die Entlastung zum Tragen kommt. Und beim anderen, beim Teilhabepaket für Menschen mit Behinderung, wo die Bezirke entlastet werden und das wiederum Rückfluss dann auf die Kommunen hat. Und der kommunale Finanzausgleich mit knapp 8 Milliarden Euro, wenn man das andere dann auch noch berücksichtigt, ganz wichtig für unsere Kommunen ist und eben dann auch mehr Mittel für die Kommunen letztendlich zur Verfügung stehen. Der Vergleich mit anderen Bundesländern mag Bayern durchaus gut dastehen lassen, das ist mit Statistiken so, aber auch in Bayern gibt es notleidende Regionen. Und wie gesagt, mit 7,8 Milliarden ist das deutschlandweit eigentlich einmalig, wo diese Zahlungen geleistet werden. Wir haben ja damals das Konnexitätsprinzip eingeführt, das heißt, wer anschafft, zahlt. Und das heißt, wenn der Landtag irgendwelche Gesetze auf den Weg bringt oder der Bundestag, dann sollen sie auch die finanziellen Mittel dazu nachschießen. Es kann nicht sein, dass wir im Landtag immer mehr Qualitätsstandards praktisch aufbauen und zahlen müssen es die Kommunen vor Ort. Und ich bin der Meinung, das kommt aber auch am Bürger zugute, weil der Bürger innerhalb der Kommune am ehesten die Lebensqualität messen kann. Und die Kommunen brauchen ja Geld, sie haben Pflichtaufgaben zu erfüllen, aber sollten ein bisschen Geld überbleiben, dass sie auch für kulturelle Aufgaben oder im sportlichen Bereich oder die Schwimmbäder, einfach, dass sie ein bisschen eine freie Finanzspanne haben. Das ist eine wichtige Sache, die jetzt da entschieden werden muss und ich hoffe, dass wir uns auch wieder weiterentwickeln können. Ich komme aus dem ländlichen Raum, mir liegen natürlich die ländlichen Gemeinden ganz besonders am Herzen und da hat es die letzten Jahre große Bewegung gegeben. Zum einen hat der Freistaat Bayern die Kommunen sehr stark bedient, 7,8 Milliarden in diesem Jahr. Das ist schon eine staatliche Summe, die den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden kann. Aber mir ist natürlich wichtig, dass man im System auch Änderungen herbeiführt. Und da haben wir mit der Investitionspauschale, die wir auf 100.000 Euro angehoben, den Gemeinden wirklich einen guten Dienst getan. Also wir brauchen in Bayern starke und souveräne Kommunen. Die bayerischen Kommunen wollen nicht am goldenen Zügel der Staatsregierung hängen und wir haben in Bayern eine sehr große Ungleichheit der kommunalen Finanzausstattung. Das ist nicht unbedingt so, dass die kleinen Kommunen die Armen sind und die großen die Reichen, aber da muss man am Bedarf noch den Finanzausgleich gerechter und fairer gestalten. Die Autobahnmaut auf deutschen Straßen wird kommen. So beschloss es der Landesvater schon vor seiner erneuten Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten. Und so ließ er es auch in den Vertrag der Großen Koalition reinschreiben. Nur weiß bis heute keiner genau, wie sie aussehen soll. Die Ansätze sind da, Österreich macht es sogar vor, doch richtig umgesetzt werden kann sie bislang nicht. Und dann gibt es noch Regeln auf EU-Ebene, die zu beachten sind. So dürfe zum Beispiel kein EU-Bürger aufgrund seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert werden, § 18 des Vertrages. Und so ist man sich bis heute uneins im Bayerischen Landtag. Wir Freien Wähler haben von Anfang an gesagt, diese CSU-Ausländermaut wird nicht kommen. Wenn sie denn käme, würde sie sich nicht rentieren, weil es nicht mal 5% der Autos auf unseren Autobahnen den Ausländern zuzuordnen sind. Das würde sich nicht rentieren, diese wenigen Autos abzukassieren. Es geht auch europarechtlich nicht. Also müsste man am Ende alle abkassieren und es ist dann einfallslos, auch die Deutschen abzukassieren. Und das war ja eindeutig versprochen seitens der Regierung, das würde nicht kommen. Also gehe ich davon aus, es wird keine Maut kommen. Ja, zu diesem Thema Maut gibt es ja unterschiedlichste Meinungen. Es gibt die Befürworter, die sagen, das funktioniert. Es gibt ja auch eine Stellungnahme der Kommission, der EU-Kommission, die grundsätzlich das angedachte Grobmodell der PKW-Maut durchaus für zulässig hält. Experten sagen, wir brauchen 7 Milliarden Euro mehr, um die Infrastruktur im Verkehrsbereich auch wirklich finanzieren zu können. Und die Ausländermaut, die wir grundsätzlich schon für richtig halten können, wird aber sehr aufwendig organisiert werden und wird vielleicht 300 Millionen, vielleicht 500 Millionen Euro erwirtschaften lassen. Und das ist sicherlich zu wenig deswegen. Zumindest deswegen ist der Vorwurf des ADAC schon richtig, dass das, was die CSU da verspricht, letztlich nicht erfolgreich sein wird. Entscheidend ist, dass nicht nur wir, wenn wir auf ausländischen Autobahnen unterwegs sind, Maut bezahlen wollen, sondern dass auch, wenn von außen jemand nach Deutschland kommt, der Autofahrer sich an
den Infrastrukturkosten bei uns beteiligen soll. Dazu wird jetzt im Verkehrsministerium in Berlin ein Konzept entwickelt, das wir dann umsetzen, so dass der inländische Autofahrer nicht zusätzlich belastet wird. Das ist einer der wenigen Punkte, bei denen die SPD und der ADAC übereinstimmen. Wir haben uns schon im Wahlkampf darüber gefreut, dass der ADAC unsere Position vertreten hat, dass die Erhebung einer Pkw-Maut für Ausländer, darum geht es ja im Kern, mit Europarecht nicht vereinbar ist. Erstens. Zweitens, wenn man einen Ausweg findet, der möglicherweise schon gegangen werden kann, dass dann aber das Aufkommen so gering sein wird, dass es den Verwaltungsaufwand nicht lohnt. Also ich glaube, es ist möglich, es ist auch im Koalitionsvertrag jetzt verankert. Und die Thema Maut ist erstens natürlich eine Gerechtigkeitsfrage, zweitens aber auch eine Frage, wie man unsere Verkehrsinfrastruktur besser finanziert. Es sind immerhin 800 Millionen, die da geplant sind. Und ich meine, es muss und es gibt ein Modell, das den ganzen Vorgaben, vor allem auch den europäischen Vorgaben, gerecht wird und wonach wir eine Maut für so einführen, dass die Deutschen nicht weiter zahlen müssen und unsere Mitbürger aus dem europäischen Ausland auch damit bezahlen, wie wir auch im Ausland. Ja. Es wäre die Quadratur des Kreises, wenn so etwas gelänge. Man muss zum einen EU-konform sein, das heißt, man darf die Straßenbenutzer nicht danach sortieren, ist man Ausländer, ist man Inländer, sondern alle müssen den gleichen Obolus entrichten. Das zweite ist, wir haben ja ein nationales System der Kfz-Steuer. Wenn man das aufkommensneutral machen will, dann kommt man ja in Konflikt mit dem Sinn und Zweck der Kfz-Steuer, die ja danach ausgerichtet ist, wie viel CO2-Ausstoß hat ein Auto, wie groß ist es, wie viel Hubraum, all diese Dinge. Und da ist es quasi unmöglich, da eine soziale Komponente einzubauen, die aber notwendig ist. Ich vertraue jetzt schon auf die Bürokratie und auf die politische Meinungsbildung. Vor allem, was mir sehr gut gefallen in der Situation in der Mautdiskussion, dass die Menschen auch wollen, sagen, wir wollen auch was zahlen, aber das muss dann punktuell wieder auf die Straße zu kommen. Und lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Es muss nicht von heute auf morgen gehen, aber es muss jetzt passieren. Aber da bin ich auch ganz offen, es muss passieren. Es ist eine populistische Forderung, die da aufgestellt wird und wahrscheinlich auch so nicht umsetzbar. Und der ADAC ist ja eh immer natürlich ein ganz großer Vertreter und Verfechter der Autofahrerlobby, inwieweit das alles so stimmt. Ich bin da noch wirklich zu wenig informiert und ich will es auch gar nicht sein, weil ich einfach sage, das wird so nicht gehen und ich lehne diese Pkw-Maut in der Gänze einfach ab. Fakt ist, wir brauchen für unseren Bundesstraßenausbau einfach mehr Geld und Maut ist, glaube ich, eine richtige Antwort. Und wenn ich bei meinen Veranstaltungen mit den Menschen rede, dann stelle ich fest, dass von 10, 9 sagen, ja, die Maut, und die sind sogar bereit, sie selbst zu bezahlen. Man muss sie natürlich kompensieren, deutsche Autofahrer sind stark belastet, aber es muss ein Modell geben und es wird es auch geben, bin ich überzeugt. Man könnte auch wieder mal nachdenken, ob man die Mineralölsteuer nicht senken würde, es würde jedem zugutekommen und dann würden vor allen Dingen die Tankstellen bei uns wieder aufatmen im Passauer Land, denn die sind alle fast hops gegangen durch diese Preisunterschiede zu Österreichern. Ich meine, dass es überhaupt nicht durchführbar ist. Ich komme ja selber aus einer Region, wo sehr viele Pendler sind und ich meine, es wird nicht funktionieren. Letzten Endes wird es dazu führen, dass die Pendlerinnen und Pendler, die oft weite Wege in die Arbeit haben, zusätzlich belastet werden. Ich denke, jetzt muss man ins Detail gehen, muss man ein Konzept erarbeiten, wie die Maut in Deutschland, die Pkw-Maut in Deutschland aussehen soll, aussehen kann. Dann natürlich in Abstimmung mit EU-Recht. Und wie man das ganze Konzept so konzipieren kann, dass es so wird, wie die CSU es versprochen hat. Also ich bin echt gespannt, wie das gehen soll. Da kann man sich in Ruhe zurücklehnen und zuschauen, wie sich die jetzt da was ausdenken. Also ich bin wirklich gespannt. Die Asylbewerber in Bayern machen auf sich aufmerksam und beschäftigen tagelang die Landespolitik. Mit Hungerstreiks und einem Protestmarsch ziehen Asylbewerber das Interesse auf sich. Die prangen die teils unmenschlichen Unterbringungsmöglichkeiten an und die langen Wartezeiten über den Asylantrag. Bayerns Politiker versprechen Änderungen, aber Erpressung halten sie für den falschen Weg. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ein Asylbewerber in Bayern beste Bedingungen vorfindet. Wenn man das europaweit oder weltweit sieht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich müssen wir uns bemühen, auch diese
Unterbringungen zu verbessern, was wir auch gemacht haben die letzten 5 Jahre. Also in diesem Bereich ist ja unendlich viel auch passiert. Und ich denke, dass die Asylbewerber bei uns auch ordentliche Unterkunft haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags und jede Woche haben wir da über Schicksale zu befinden. Und ich finde es einfach nicht richtig, wie die Frau Hadertauer heute auch aufgetreten ist. Ich finde es eher unmenschlich. Also ich denke, dass die Asylverfahren unbedingt verkürzt gehören auf 6 Monate. Wir haben das heute auch in einem Antrag so formuliert und ausgedrückt. Ist natürlich Bundessache, muss da geändert werden. Was noch geändert werden muss, ist bei den Kreisbehörden, dass man dann auch die Beratung entsprechend noch ausbaut. Wenn so viele Flüchtlinge kommen, muss man da einfach nachziehen. Zuerst einmal ist wichtig, wir müssten die Verfahren beschleunigen. Es soll jemand, der Asyl beantragt, innerhalb einer Frist von längstens eigentlich 6 Monaten Bescheid wissen. Das dauert heute noch zu lang. Also ich halte Asylpolitik nicht für menschenwürdig. Ich beobachte das schon über Jahre hinweg und ich war ja selber auch schon bei Asylbewerbern und so weiter. Ich muss sagen, es gibt da viele, die wirklich gerne arbeiten würden, wo über Jahre hinweg gesagt wurde, ihr dürft nicht arbeiten, weil ihr sollt überhaupt nicht da bleiben und ihr sollt möglichst schnell zurückgehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die über Jahre hier bei uns waren. Und die Unterbringung auch nicht immer das ist, was man unter menschenwürdig versteht. Ich denke, wer zu uns kommt, soll gut untergebracht werden, aber es gibt keinen Anspruch auf eine finanzielle Auszahlung des Essensgeldes und das halte ich auch für richtig. Bayern ist ja insgesamt ein attraktives Land, das merkt man bei den Zuzugszahlen bei den Ausländern. Man merkt es auch daran, dass auch viele Asylbewerber zu uns kommen. Also so schlecht kann die Unterbringung nicht sein. Ich denke, Bayern leidet an zweierlei Dingen. Das eine ist die Sozialministerin und das andere ist die relativ harte Ausführung der Gesetze. Das gehört zusammen. Die Menschen in Bayern sind sehr viel sozialer, sehr viel humaner und auch Bayern so wohlhabend, dass sie ein offenes Zugehen auf diese Flüchtlinge erlauben könnte. Die Unterbringung ist nicht ganz einfach. Deshalb werden wir auch in der Zukunft Gemeinschaftsunterkünfte brauchen, weil gar nicht so viele Wohnungen da sind. Aber auch die müssen selbstverständlich ordentlich ausgestattet sein. Es ist schon ein Trauerspiel, wenn aufgrund von Personalmangel die Verfahren so lange dauern, die Menschen endlos lange in irgendwelchen Sammelunterkünften sind und dann natürlich soziale Probleme entstehen. Also unsere Herangehensweise ist, mehr Personal, Verfahren beschleunigen, dann wird auch einiges nicht mehr passieren, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich weiß genau, wie es zugeht in den Unterkünften, in den Lagern. Man darf ja auch wirklich Lager sagen, weil manche Erstaufnahmelager wirklich wie Lager geführt werden. Also ich bin der Meinung, da ist schon einiges nachbesserungswürdig. Es liegt an der CSU, dass das endlich jetzt in eine vernünftige Spur kommt. Sie ist in der Regierungsmehrheit und sie hat da bisher völlig versagt. Und das zeigen ja auch die ganzen Demonstrationen, die Hungerstreiks und anderes, wie den Flüchtlingen in Bayern mitgespielt wird. Ein weiteres Thema des Jahres war das G8, G9. Obwohl eine Umkehr zurück zum 9-jährigen Gymnasium von der Regierung ausgeschlossen wird, sammelten die Freien Wähler das gesamte Jahr über Unterschriften und stellten immer wieder Anträge. Das Flexi-Jahr war der Kompromiss, der in diesem Jahr eingeführt wurde. Und auch die bayerische Landtagswahl war für Überraschungen gut. So schaffte die FDP den Einzug nicht und musste den Landtag verlassen. Die Regierung wird seither von der CSU gebildet. Mit 101 Abgeordneten bildet sie nun die absolute Mehrheit. Aber welche Themen warten nun auf die Regierung im kommenden Jahr? Wir wollen natürlich gerade die Energiewende auch voranbringen. Das ist eine wesentliche Kernaufgabe wahrscheinlich für 2014. Und was mir ganz persönlich wichtig ist, dass wir auch unsere Kommunen stark halten. Das heißt, dass wir sie auch weiter finanziell gut unterstützen werden. Ich bin jetzt sehr zufrieden, was dieses Jahr 2013 mit sich gebracht hat. Mit dem Wahlergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden, das ist auch klar. Hätte ich mir ein bisschen was anderes vorstellen können. Aber ich persönlich bin jetzt mit dem, was für mich passiert ist, relativ zufrieden. Ansonsten bin ich mal gespannt auf die Große Koalition. Unser Mitgliederentscheid ist wirklich auch was Spannendes. Hatten wir noch nicht. Das ist einzigartig. Finde ich toll, dass wir unsere Mitglieder mitreden lassen. Also da bin ich mal gespannt, wie man damit umgeht und vor allen Dingen, wie man dann mit dem, was die Große Koalition ausmacht oder die handelnden Personen, wie wir dann vor Ort damit umgehen. Weil dann können wir ja über die Schwarzen nicht mehr schimpfen, wenn wir in einer gemeinsamen Koalition sind. Ja, das wichtigste Thema für mich im Jahr 2014 ist die Kommunalwahl. Wir haben am 16. März 2014 die Wahlen zum Bürgermeister, Gemeinderat, Kreistag und Landrat. Hier ist es meine Motivation, dazu beizutragen, dass im Jahr 2014
der Landrat im Landkreis Tirschenreuth wieder von der CSU gestellt wird, damit wir gemeinsam für unseren Landkreis mehr erreichen können. Ja, und ansonsten habe ich außer dem Wunsch, gesund zu bleiben, für mich und meine Familie keine weiteren privaten Wünsche. Ja, beruflich hat sich eigentlich alles verändert. Ich war am Freitag bei der Verabschiedung von meinem alten Arbeitgeber auf der Weihnachtsfeier. Mein neuer Beruf ist jetzt Landtagsabgeordnete. Im Januar werde ich mein Büro beziehen. Das ist bis dahin fertig, privat. Natürlich Gesundheit für mich, meine Familie und alle, die mir lieb und wichtig sind. Und dass wir die Kommunalwahlen und die Europawahlen als SPD sehr gut zum Erfolg bringen. Das ist natürlich, wenn man gerade aus dem ländlichen Bereich kommt, diese Verlagerung Ämter aufs Land, weil es Möglichkeit gibt mit den Telearbeitsthematiken, dass wir weiterhin die Familien stärken dahingehend, dass ich eine Arbeitswelt schaffe und da muss der Staat Vorbild sein, dass ich Zeitschienen mache, dass die Menschen teilarbeiten können und teil zu Hause sein können, gerade auch mit der Pflege und mit Kleinkindern. Das wird eine Herausforderung werden für uns, weil was ich spüre, dass die Menschen sehr gut auf dem Weg sind, aber sie brauchen halt vom Staat ein gewisses Rüstzeug und das auch dann selbstständig so zu machen, bis es für einen passt. Und das wird immer individueller und dadurch nicht ganz einfach, aber ich denke, das schaffen wir schon miteinander. Na, also ich werde mich, so wie ich es bisher getan habe, sehr stark in den Bereich der Bildungspolitik einmischen. Wir haben ja jetzt aktuell diese G8-Debatte, die G9-Debatte und ich meine, da ist die vielbeschworene Ruhe, die ist so einfach nicht gegeben. Man muss da gute Lösungen finden, da will ich dran mitarbeiten in vielen Gesprächen, die ich vor Ort führen werde, mit den Elternvertretern, auch mit Schülern und auch mit Lehrkräften. Da gibt es noch eine Menge zu tun und ein weiteres Thema ist für mich die Umsetzung der Inklusion, auch da ist eine ganz große Baustelle vorhanden und da wünsche ich mir natürlich vor allem, dass ich gesund bleibe, um das alles schaffen zu können. Also privat habe ich nicht viel vor, ich bin immer froh, wenn die Familie gesund ist und wenn es gut weitergeht. Und politisch habe ich halt vor, ich bin jetzt Vorsitzender des Europaausschusses, dass ich auf diesem Gebiet, ist eine schöne Aufgabe, die viele Gebiete vernetzt. Dass ich halt auf diesem Gebiet ein Akzente setzen kann. Wir werden zum Beispiel im Januar zugleich mal die Ministerin der Staatskanzlei, die Frau Hadertauer, bei uns im Europaausschuss haben. Und die wird mal berichten, welche Auswirkungen der Koalitionsvertrag konkret im Einzelnen auf Bayern hat. Da geht es schon los und dann werden wir mit interessanten Themen weitermachen. Und da freue ich mich einfach auf die Arbeit als Ausschussvorsitzender und hoffe auch da geeignete Akzente natürlich für unser Heimatland Bayern setzen zu können. Wir werden dem Großteil unserer Themen natürlich treu bleiben, Bildungspolitik ganz vorneweg. Wir haben ja das Thema Wahlfreiheit zu einem neunjährigen Gymnasium. Das Volksbegehren ist jetzt in der Endphase und wir werden hier alle Kraft dran setzen, dass wir dieses Thema durchsetzen können. Dann natürlich wieder das Thema ländlicher Raum, schnelle Internetverbindungen, vernünftiger Hochwasserschutz, Mittelstandsförderung. Also wir haben Themen genug, uns wird nicht langweilig. Ich fürchte eher, dass uns das Jahr 2014 wieder zu schnell rumgeht. Als einer, der im Wissenschaftsministerium besondere Verantwortung trägt, ist mir natürlich die Stärkung der bayerischen Wissenschaftslandschaft ganz entscheidend wichtig. Da sind die niederbayerischen Projekte in Passau, in Deckendorf und in Landshut, natürlich auch der Ausbau in Straubing von zentraler Bedeutung. Da sind wir dran. Gerade in Straubing haben wir wichtige, große Schritte gemacht. Die Frage der Technologietransferzentren im bayerischen Wald können wir im nächsten Jahr nach Lage der Dinge positiv beantworten. Damit haben wir wichtige strukturpolitische Entscheidungen getroffen und das wird sich in 2014 entsprechend manifestieren. Daneben wünsche ich mir schlicht, die Kommunalwahlen und die Europawahlen zu gewinnen. Für 2014, das ist eine Binsenweisheit. Wir warten jetzt drauf als SPD und da sind wir stolz drauf, dass alle unsere Mitglieder abstimmen dürfen über den Koalitionsvertragsentwurf zwischen der Union, CDU, CSU und uns als SPD. Das ist ein Privileg für unsere Mitglieder und das ist nicht nur innerparteiliche Demokratie, sondern für das gesamte Land sehr, sehr wichtig. Davon hängt aber ab, wie wir uns aufstellen. Wenn wir als SPD in der Großen Koalition mit drin sind, dann haben wir natürlich auch aus bayerischer Sicht die eine oder andere zusätzliche Verpflichtung und vielleicht auch die eine oder andere Klammer, die uns dann die Beinspreizung etwas reduziert.
Das war's mit Plenum TV, dem Jahresrückblick. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr und freuen uns, Sie auch 2014 aus dem Landtag auf dem Laufenden zu halten.